Hallo auf unserem Kanal Vagabundi Camper, ich bin der Stefan. Ich die Sabine, hallo. Schön, dass ihr bei uns gelandet seid. Egal, ob ihr vielleicht wiedergekommen seid oder das erste Mal zuschaut, wir zeigen euch heute was Besonderes, denn wir zeigen euch heute den zweiten Teil von unserer Bootstour. Genau so ist das. Und da erwartet euch tatsächlich einiges. ich muss schon mal jetzt vorwarnen, da werden vielleicht verstörende Bilder sein, wie ich aussehe, wenn ich aufwache und eine richtig schlechte Nacht hinter mich gebracht habe. Wir haben euch ja mal so ein kleines Vorschaubild gezeigt am Ende des ersten Teils und so geht es heute tatsächlich weiter. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt gleich beginnen und euch das zeigen, da sind Dinge gewesen in Holland, die nicht so dolle waren, ne, muss man einfach so sagen. Also die Übernachtung selber, es war sehr, sehr kalt und es war sehr unbequem, das werdet ihr noch mitbekommen, aber das Bootfahren war auch schön und deswegen sind wir schon gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt uns hinterher gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, was ihr jetzt auch von dem zweiten Teil haltet. Und wir sind schon sehr gespannt auf eure Reaktion. Für uns war Bootfahren auf jeden Fall mal was ganz Neues, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, wenn das Wetter mitgespielt hätte, hätte noch mehr Spaß gemacht. Das ist wahr. Aber also, es war trotzdem schön. Also schon mal ein kleiner Spoiler. Sabine ist das Boot auch gefahren, ne? Und war gut? Ja. Fand ich schon cool. Ja, also das entschleunigt unwahrscheinlich, ne? Und deswegen jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem zweiten Teil unseres Videos. Am Ende des Videos ziehen wir dann nochmal so ein Fazit, wo wir euch dann nochmal genau erzählen, wie uns der Kurzurlaub auf dem Boot gefallen hat. Und wie immer gilt, wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar unten rein. Schreibt uns rein, ob ihr noch mehr Videos haben möchtet, wenn wir mal was anderes machen als nur campen oder auch wie euch das Bootsfahren gefallen hat und wenn ihr auch vielleicht eigene Erfahrungen in der Hinsicht gemacht habt, dann freuen wir uns natürlich über Kommentare. Und jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Freude mit unserem Video. Viel Spaß. So, die Nacht ist vorbei und ehrlicherweise, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich habe mir leicht dann weggeholt. Die Nacht war nicht ganz so dolle. Also, es war kalt, es war richtig kalt. Das zieht hier auch rein. Ich werde gleich nochmal die Stellen filmen, wo das reinzieht und die Matratze war auch wirklich unbequem. Dazu kommt, dass ich natürlich recht groß bin und auf der anderen Seite Gegenschlage, also für große Leute, für Leute mit breiten Schultern, wie ich das bin, ist der Schlafkomfort wirklich sehr, 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 sehr eingeschränkt. Dazu kommt, wie gesagt, die Kälte. Das ist jahreszeitbedingt. Im Sommer ist das bestimmt ganz angenehm, wenn das da ein bisschen zieht. Dann kommt da kühle Luft rein. Aber jetzt im Moment kommt da einfach nur eisig kalte Luft rein. Und wie gesagt, ich zeige euch jetzt gleich mal die Stellen, wo das ist. Also die Nacht eher zum Vergessen. So, ich wollte euch ja noch zeigen, wo die Kälte herkommt. Also das ist jetzt schon wieder das umgebaute Bett. Ist jetzt wieder zur Sitzgelegenheit geworden. Und dahinter, ich filme da jetzt mal so richtig rein, durch diese Ritze, ja, ist das die Wand? Da kommt die kalte Luft. Sabine sagt, ich soll euch die nasse Wand zeigen. Da sieht man das. Wir sind halt auf dem Wasser, ne? Die ganzen Fenster, das ist alles sehr, sehr klamm. Weil die Dieselheizung heizt zwar die Luft ein bisschen auf, aber die Polster und so weiter von unten sind, die sind eisekalt. Und das ist auch das große Problem gewesen. Also ich habe mein Polster verschoben immer mehr in Richtung Tisch, weil ich gefroren habe wie ein Schneider. Und dementsprechend, also wie gesagt, die Nacht war nichts, habe ich euch ja schon gesagt. Aber im Sommer wird das ganz anders sein. Aber da gehen wir in unserem Fazit auch noch näher drauf ein. So, Frühstück ist angesagt. Der erste Kaffee des Morgens. Der wichtigste Kaffee des Morgens. Ja, wir haben ja nicht so wahnsinnig gut geschlafen, aber ich sag mal, der Kaffee, der verjagt die ganzen schlechten Gedanken der Nacht. Ja. Und jetzt sind wir schon gespannt, was der Tag heute so bringt. Leider ist die Wettervorhersage auch heute wieder mehr als bescheiden. Rundherum ist alles grau in grau. Und das ist nicht ganz so schön. Aber gut, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ich denke mal, wir freuen uns auf jeden Fall auf einen Tag voller Bootfahren. Ja, wir machen das Beste draus. Genau so ist das. Und alles Weitere seht ihr auch in den kommenden Filmchen noch. Wir filmen jetzt gleich noch, wenn wir rausfahren aus dem Hafen, wenn wir dann unterwegs sind. Wie gesagt, nicht wundern, das Wetter ist halt nicht so optimal, aber alles in allem. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Fazit. Ich auch. Ja. Okay, in dem Sinne, gleich geht's weiter. So, wir sind auf dem Weg Richtung Hafen. Und was mir an dem Bootfahren echt gefällt, das ist entschleunigend. Die Dinger fahren maximal 10 km/h und das ist echt entspannt. Wir waren gerade auf dem Mars hintergefahren. Und das ist echt klasse. Und jetzt eigentlich gemütlich zurück. Wir wollten sogar noch weiterfahren, aber Olli hatte sich verletzt an seinem Finger. Und ordentlich tatsächlich. War eine Schraube im Weg. Ja, ich denke mal, das muss genäht werden wahrscheinlich. Ne? Ja. Ja, deswegen fahren wir jetzt so schnell wie möglich zum Hafen. Und dann werden die 10 km/h auf einmal sehr langsam. Also ja, wir wollen natürlich jetzt so schnell wie möglich hin, damit er ins Krankenhaus kommt. So was passiert. Nichtsdestotrotz, also wenn ihr dann fahrt, wollt ihr gerne noch was zum Fahren sagen.
Das ist echt entspannt. Also das ist wirklich locker und man kriegt eine volle Einweisung. Und das ist wirklich gut. Das macht auch Spaß. Sollte natürlich keine Unfälle passieren, aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das mal vorhabt, im Sommer auf jeden Fall, nehmt euch Zeit, ganz in Ruhe, genießt die Natur, genießt die schöne Umwelt. Also wirklich schön. So, Sabine fährt. Und weiter raus. Wobei irgendwie die 50 geht darüber, ne? Ja, dann würde ich mehr nach rechts fahren. Das sieht gut aus. Da sind die beiden in ihre Handys vertieft. Die fühlen sich so sicher, wenn Sabine fährt, dass sie... Aua! Oh, einmal kurz den Finger. Und wie ist es? Windig. Sehr gut. Ja, dann kann ich mich jetzt auch da hinten hinsetzen und du fährst Nein. in Ruhe weiter. Nein. Aber wir gucken mal da raus. So schaut das aus. Da sind die Segelboote jetzt sehr, sehr viele unterwegs. Also wir kriegen jetzt tatsächlich mal ein bisschen Verkehr. Und wir drehen noch eine schöne Runde heute, bevor wir mit dem ganzen Bootfahren aufhören. So, Captain Stefan, wie ist ja, ist leider die letzte Runde. Also das Bootfahren, ganz ehrlich, ist schon klasse. Macht schon Spaß. Vor allem, wenn das Wetter auch noch einigermaßen ist. Jetzt haben wir ja wirklich mal ein längeres Stückchen, wo mal ein bisschen Sonne ist. Das ist echt schön. Und dann drehen wir jetzt nochmal eine schöne Runde. Tina hat nochmal einen richtig schönen Weg ausgesucht. Der endet irgendwo in der Sackgasse. Und bis dahin werden wir jetzt schippern, uns noch was Neues angucken. Und dann wird das Wochenende auch sein Ende finden. Auf jeden Fall ist das Bootfahren nochmal an der Stelle so entschleunigend, echt angenehm. Also sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob man mal so eine Runde macht. War eine Erfahrung wert, ne? Definitiv. Im Sommer kommen wir wieder. Dann mit Angeln und Grill und allem drum und dran. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Jetzt geht's wieder rein in den Hafen. Der Teil hier ist easy. Danach crasht der Stefan die ganzen Yachten hier. Meine Damen und Herren, ich weiß schon, wie man im Krankenhaus sich zurechtfindet. Ich glaube doch sowas nicht. Vielleicht mache ich dann ein Video Fails des Jahres. Aber dann hätte ich dich auch aufnehmen müssen. So, mein Schatz, und was sagst du dazu? Ja, am Ende war es dann doch nochmal spannend, ne? Ja. Also, es war dann am Ende doch nochmal spannend, weil die Packküche nicht ganz so groß ist und ich habe das erste Mal gemacht, aber dafür hat es gut geklappt. Ich bin zufrieden. Für mich auch, sehr gut. Ja. Jetzt hängt sich die Tina gleich noch an dem Boot auf, aber hey. So, das war unser Video von unserer Bootstour und jetzt möchten wir zusammen noch ein Fazit ziehen. Ja. Ich meine, ihr seht, wir sitzen hier in unserem Boot im Sonnenschein. Das erste Mal, dass wirklich länger die Sonne scheint.
Das stimmt allerdings. Und es wird gleich schlagartig 20 Grad wärmer. Genau so ist das. Also alles, was wir heute Nacht gefroren haben, haben wir jetzt wieder vergessen. Weil jetzt ist hier super schön blauer Himmel und ist echt klasse. Wir waren ja zusammen mit Olli und Tina von Olivers Reisen. Olli hat sich den Finger verletzt. Er ist auf dem Weg zum Krankenhaus. Deswegen ziehen wir unser Fazit jetzt ein kleines bisschen früher. Also, was würdest du sagen? Wie würdest du den Trip beurteilen? Ich sag mal so, wenn das Wetter besser gewesen wäre, wäre der Trip noch ein bisschen besser geworden. Da ich ja gedacht hatte, wegen Schaukeln und so, ne, seekrank, Übelkeit, nee, war eigentlich nicht. Nur die Nacht war eine Katastrophe. Okay. Ja, also erstmal grundsätzlich, der Wolfgang, sehr, sehr netter Mensch. Ja. Der erklärt euch alles, ihr braucht also wirklich keine Sorge zu haben. Der macht eine richtig tolle Einweisung. Und? Der ist jederzeit abrufbar, den kann man auch jederzeit anrufen, wenn Probleme auftreten oder wenn man Fragen hat. Ist so, also Olli hat ihn jetzt gerade von unterwegs aus angerufen, der ist extra gekommen, fährt jetzt mit dem zum Notarzt. Also ja, von der Seite aus gesehen, das finde ich echt super. Also der Service echt klasse. Und die Boote, die sind aus den 60er Jahren, die sind dann mal von Grund auf renoviert worden. Die haben alles, was man braucht. Ist alles natürlich teilweise ein bisschen rudimentär. Da ist eine Pumptoilette drin, aber die funktioniert. Die Matratzen, wie gesagt, die sind grenzwertig. Da würde ich euch, wenn ihr wirklich fahren wollt, einen Topper oder sowas empfehlen, damit ihr ein bisschen weicher liegen könnt. Es sei denn, ihr wollt sehr, sehr gerne sehr hart liegen, dann seid ihr hier auf der sicheren Seite. Dann ist halt kein Problem. Was meiner Meinung nach ist, das Einzige, was ich sagen würde, vielleicht nicht vor den warmen Tagen im Mai, ne? Also wenn das anfängt, warm zu werden. Wenn ihr so ein Wochenende habt wie wir, hier ist ja teilweise 2-3 Grad gewesen nachts und dafür sind die Boote nicht gut genug gedämmt. Die sind auch, glaube ich, nicht dafür gebaut, um dann hier damit Bootstouren zu machen um diese Zeit. Im Sommer muss das genial sein, weil im Sommer liegt man dann in seiner Koje da und dann kommt so ein leichter, kühler Zug vom Wasser und das ist richtig angenehm. Ja, vor allen Dingen, man kann ja auch hier oben sitzen, man kann ja alles aufmachen, hat dann praktisch nur so ein Sonnendach, damit man keinen Sonnenstich bekommt dann. Ja. Alles gut, hinter uns ist auch noch eine Leiter, die ins Wasser geht. Man könnte sogar schwimmen gehen vom Boot aus. Das ist natürlich eine super Möglichkeit, wenn es wärmer ist. Genau so ist das. Also deswegen, die Videos, die ihr vorher gesehen habt, wenn wir ein bisschen, ich sag mal, geschimpft haben auf die Kälte, auf die Unbequemlichkeit, dem kann man aus dem Weg gehen. Die Boote an sich sind schön groß. Man hat hier nicht so viel Platz zum Verstauen, aber auch das kriegt man hin. Man hat einen Kühlschrank, ist also alles da. Wenn man sich mit dem Topper bequemer macht und wenn es im Allgemeinen wärmer ist, dann ist auch das Problem gelöst. Und vom Fahren her, ne, man ist so entschleunigt, man fährt mit den 10 km/h, kann überall hinfahren. Wenn ihr hier zum Beispiel vor Anker liegt, dann geht ihr 10 Minuten und seid ihr im Rotmund, im Outlet Center, wenn ihr ein bisschen shoppen gehen wollt zwischendurch. Und das ist echt, also das ist wirklich klasse. Der hat eine Dieselstandheizung, die schafft auch den, das Schiff zu Tageszeiten. Und wenn es nicht allzu kalt ist, schafft sie das auch, ich sag mal, das Schiff auf eine vernünftige Temperatur zu bringen. Und wir haben jetzt das Pech gehabt, es war einfach zu kalt. Wir werden definitiv nochmal wiederkommen. Also von meiner Seite aus deswegen auf jeden Fall einen Daumen nach oben und Empfehlung. Nur nicht, wie gesagt, im April, nicht wenn es so kalt ist, vielleicht im Mai dann auch nochmal so kalt, nicht wenn es so kalt ist, sondern ich würde auch spätestens im also es sei denn, im goldenen Oktober, würde ich auch im Oktober schon aufhören. Sei denn, das ist einem egal, ne? Ob jetzt kalt, windig, regnerisch, will nur raus, dann können wir das natürlich auch empfehlen, so ist das nicht, ne? Und wer dann auch noch gut schläft, weil wie gesagt, also das war mein Manko hier, also ich denke mal 2 Stunden waren die Nacht ungefähr, mehr habe ich nicht geschlafen. Und das ist natürlich schon hart. Eine ganz kurze Geschichte noch, da hinten sind, haben wir ja auch kurz gefilmt, da sind Sanitärgebäude, die sind die ganze Nacht zu benutzen. Da ist auch tatsächlich, was ich gut finde, die Duschen richtig heiß. Ich habe ja letztes Mal in unserem Video über den Campingplatz geschimpft, da musste man Geld reinwerfen, dann war lauwarmes Wasser. Hier kann man das wirklich heiß machen. Ich war heute Morgen, bestimmt eine Dreiviertelstunde war ich duschen und danach war mir auch wieder warm. Und deswegen, also auch da, gut ausgestattet, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ihr könnt von hier in 5 Minuten seid ihr am Sanitärgebäude. No. Und auch das ist super. Hier gegenüber kann man noch Brötchen bestellen. Hier gibt es ein Restaurant direkt um die Ecke. Deswegen, also grundsätzlich Empfehlung auf jeden Fall. Ja. Nur achtet darauf, dass das nicht zu einer Zeit ist, wo es ja weiß, wie kalt ist. Das möchte ich euch empfehlen. In der Videobeschreibung unten habe ich euch ja den Link reingetan zu dem Jotta Yachtcharter. Und die VH Yachtcharter. VH Yachtcharter. Da könnt ihr euch dann auch über die Preise informieren. Da habt ihr auch eine Kontaktmöglichkeit, den Wolfgang, wie gesagt, zu kontaktieren. Der ist, der spricht perfekt Deutsch, ist auch Deutscher und ist auch immer erreichbar und super freundlich deswegen. Also das sage ich ans Herz gelegt. Und eine Sache noch, er hat ja nicht nur Boote, er hat auch 2 Wohnmobile, ne? Stimmt, hat er gesagt, ja. Ja,
wollen wir hier nochmal erwähnt haben. Also, es besteht auch die Möglichkeit, hier zwei Wohnmobile zu mieten. Also, das hat er auch. Ja, ja, hat er tatsächlich extra gesagt, habe ich aber schon wieder vergessen. Dankeschön. Ja, siehst du. Also, auch da, ne? Wenn ihr Wohnmobil mieten wollt, seid ihr bei ihm auch richtig. Was ich halt toll finde, ist ein ganz, ganz netter Mensch. Ja. So, was wir sagen, ist erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr uns gewogen habt, dass ihr wieder jetzt auch bis zum Ende ausgehabt habt. Und wir würden uns natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Auch über einen Kommentar würden wir uns sehr freuen. Ne? Wenn ihr zum Beispiel andere Erfahrungen gemacht habt oder uns was sagen wollt, dann sagt uns das ruhig, denn wir werden definitiv nochmal wiederkommen, dann aber im Sommer. Dann werde ich meine Angeln dabei haben und dann werden wir hier sitzen und eine richtig schöne Zeit genießen. Ja. Und wie gesagt, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Läutet die Glocke. Denn dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Und bis dahin wünschen wir euch eine richtig gute Zeit. Die Sonne kommt raus, geht campen so oft das geht. Ja. Und vielleicht geht ihr auch mit dem Boot rausfahren. Was auch immer ihr macht, macht es mit Freude, denn jetzt fängt die schöne Jahreszeit an, wo die Tage länger werden. Und deswegen passt gut auf euch auf und habt eine richtig gute Zeit. Und wir freuen euch schon, euch in unserem nächsten Video wieder begrüßen zu können. Bis dahin. Tschüss. Ciao.